Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Das Thema dieses Videoclips ist tatsächlich etwas ausführlicher und es verlangt auch einiges an Vorwissen. Und da es wirklich sehr viel Schreibarbeit ist, habe ich einfach alles gerade jetzt schon mal hingeklatscht und ich erkläre jetzt einfach schon mal, worum es in diesem Thema geht. Also wenn du dieses Video anschaust, hast du offensichtlich auch schon mit Differentialgleichungen zu tun. In diesem Fall jetzt erster Ordnung. Erste Ordnung heißt, dass hier die erste Ableitung mit drinne vorkommt. Also eine Differentialgleichung ist einfach eine Gleichung, in der auch schon eine abgeleitete Version vorkommt. So, und wenn das tatsächlich so vorkommt, dann wollen wir das Ganze so umstellen, dass das y alleine steht. Ist aber manchmal gar nicht so ganz leicht. Und deswegen, also man könnte einfach umstellen, zack, fertig, aber dann steht auf der rechten Seite noch y'. Aber das wollen wir auch irgendwie erstmal wegkriegen. Wir sehen, das ist ganz zum Schluss auch tatsächlich möglich. Da ist dann keine Ableitung mehr mit drin. Und das y steht allein auf der linken Seite, aber wie kommen wir da hin? Ja. Wir sehen, folgende Form müsste erstmal vorliegen. Y', also generell erstmal einfach die abgeleitete Version, plus, dann haben wir eine ganz normale Funktion erstmal, eine von x abhängige Version, Funktion, mal normal das y gleich und dann nochmal irgendeine weitere andere Funktion, in diesem Fall jetzt das q von x. Also soll deutlich werden, hier eine Funktion und da auf der rechten Seite nochmal irgendeine andere Funktion. Ja? Wenn wir so eine Form schon mal vorliegen haben, es kann jetzt durch Zufall sein, dass wir da noch das Gleiche haben, aber generell hier eine Funktion, da eine Funktion und die sollen verschieden sein. So, dann multiplizieren wir das Ganze mit einem Integrationsfaktor und auf den möchte ich jetzt gegen Ende des Videos vor allem noch mal ein bisschen genauer eingehen. Oder jetzt gleich, während wir so da. Dieser Integrationsfaktor selbst, auf den gehen wir gleich ein, aber mit dem müssen wir erstmal multiplizieren. Und wenn wir das machen, ne, wenn wir die komplette linke und komplette rechte Seite mit diesem Integrationsfaktor multiplizieren, da wirst du erstmal recht geben, das sieht so aus, hier ne, bei den ersten, in den ersten Term rein multipliziert, dann haben wir i von x mal y' plus ne, dieses i von x einfach da noch mit rein multipliziert, ist jetzt also quasi ne, eine Zeile drunter, einfach nur überall mit rein multipliziert. Das nehmen wir jetzt mal erstmal so mit hin und das nehmen wir so an, so soll es halt einfach sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie dieses i von x eigentlich definiert ist. Was steckt hinter diesem Integrationsfaktor? Hinter dem Integrationsfaktor steckt Folgendes. E hoch das Integral von p von x dx. So, wie gesagt, an dieser Stelle muss ich nur darauf hinweisen, es ist wichtig, dass wir ein gewisses Vorwissen schon haben, um das hier alles verstehen zu können. Ich werde versuchen, nochmal darauf einzugehen. E von x ist also so definiert, die Eulersche Zahl, e hoch das Integral von p von x mal dx. Wie kommt man auf so eine Idee und warum soll das so sein? Wenn wir das so machen, kommen wir nämlich auf Folgendes. Wenn das e von x so gewählt ist, dann folgt das hier. I von x, also ich habe das hier nochmal hingeschrieben, genau das, was hier steht, diese ganze Zeile, nur damit wir hier nochmal weitermachen können. Das ist identisch, diese zwei Zeilen. Aus dieser Zeile hier wird dann diese Zeile hier. So, und das mag vielleicht nicht von vornherein sofort irgendwie ersichtlich sein. Mag man sich denken, wie soll das denn kommen? D von dieser ganzen Funktion nach dx. Das soll ja heißen, ne? Wenn wir das Ganze hier ableiten nach x, dann müsste also das hier rauskommen. Ist dem so, ja oder nein? Natürlich ist es so, aber ich möchte jetzt auch zeigen, warum. I von x und mal y. Auch das y ist ja eine Funktion von x. Genauso wie i von x. Da steht das ja sogar schon im Namen. I von x, eine Funktion von x. Und hier das y selbst, beides sind Funktionen von x. Das heißt, wenn wir das ableiten nach der Variablen x, dann haben wir ein Produkt, das abgeleitet werden soll. Sprich, wir müssen die Produktform anwenden. Ja? Die Produktregel. Die Produktregel müssen wir anwenden beim Ableiten. Und da geht schon los. Das Vorwissen für die Produktregel, das brauchen wir. Ne? Erste abgeleitet mal die zweite plus erste normal mal die zweite abgeleitet. Ja, also oder erste abgeleitet mal die zweite plus zweite abgeleitet mal die erste. Auf jeden Fall immer beide miteinander multiplizieren, beide multiplizieren und immer eine von beiden ableiten. Dann haben wir halt zwei Durchgänge. Und wenn wir das jetzt mal machen, dann stellen wir fest, ne, also die erste mal die zweite abgeleitet, das hätten wir schon mal hier. Das i von x mal y abgeleitet, ist ja y', das wäre schon mal das hier. Die erste normal und die zweite abgeleitet.
Und jetzt müssten wir sagen, okay, und jetzt im nächsten Schritt müsste dann plus, das Plus steht da, die erste abgeleitet mal die zweite ganz normal. Die zweite ganz normal, das ist hier das Y, steht dort. Und die erste abgeleitet, ist das so, dass die erste abgeleitet, also das I von X, wenn wir es ableiten, das hier ergibt I von X mal P von X? Ich sage ja und ich sage auch warum. Wenn I von X nämlich diese Funktion hier ist, dann überlegen wir eine E-Funktion, die wir ableiten, E hoch egal was, bleibt abgeleitet, E hoch egal was. Das heißt, aus E hoch, was ja das I von X ist, bleibt, wenn wir es ableiten, nach wie vor das I von X. Das bleibt. Dann sehen wir, dass wir hier oben, quasi, das ist eine Verkettung von Funktionen, wir müssen hier die Kettenregel anwenden. Das heißt, jetzt müssten wir noch die innere Funktion, und das ist das ganze obere hier, ableiten und noch als Faktor mit dazu packen. Ne? Äußere Ableitung mal innere Ableitung, das ist ja die Kettenregel. Also E hoch irgendwas bleibt E hoch irgendwas und dieses irgendwas müssen wir noch ableiten und als Faktor dazu packen. Das heißt, wir gucken mal, was ist, wenn ich das hier, was wir haben, ableite. Naja, das Integral von P von X abgeleitet. Naja, und integrieren und ableiten sind Gegenbewegungen. Sorgt dafür, dass dann zum Schluss nur noch das P von X bleibt. Auch hier, Vorwissen wichtig. Ne? Wenn ich etwas integriere und wieder ableite, das ist ja das Hinrechnen und wieder Zurückrechnen. Das heißt, was zum Schluss bleibt, ist einfach nur noch das P von X. Das ist, wenn ich diese kompletten Exponenten, so wie er da steht, ableite. Das Integral und dann noch die Ableitung davon, bleibt zum Schluss nur noch das P von X. Und das soll als Faktor noch mit da rein, da ist es. Das heißt, ne, I von X abgeleitet ist I von X mal PX. Das Ganze mal y, so wie das hier, ne? Plus das erste abgeleitet mal das zweite. Das heißt, das haben wir jetzt komplett abgeleitet, das passt. Das hier ist nämlich dann das hier und die rechte Seite bleibt erstmal ganz normal. So, und jetzt kommen wir dazu, aber wie ist man auf so einen Integrationsfaktor gekommen? Naja, ich darf eine Gleichung multiplizieren, womit auch immer ich will. Das ist voll und ganz meine Entscheidung. Ich könnte auch sagen, die ganze Gleichung mal 5. Die Sache ist, wenn ich das mal 5 nehme, bringt mich das nicht weiter. Also egal mit welcher Zahl, egal womit ich es multiplizieren möchte, Hauptsache ich mache es mit der linken und mit der rechten Seite. So, und jetzt ist halt quasi einfach die Idee, dass wir es genau damit multiplizieren, ja mit e hoch Integral von dieser Funktion, die wir hier haben, weil zum Schluss das hier daraus wird und was wir davon haben, das werden wir gleich feststellen. Denn wenn wir jetzt sehen, aha, diese Form, so wie wir sie hier haben, dieses Produkt abgeleitet, ist dann das, was wir hier auf der rechten Seite stehen haben. Dann können wir sagen, na gut, dann integrieren wir jetzt noch. Wir haben ja gerade schon festgestellt, integrieren und ableiten, das hebt sich einander auf. Und genau das passiert hier. Die Ableitung, wenn die dann auch noch, ne, die Ableitung nach x, wenn die noch nach x integriert wird, fällt das Ganze wiederum weg, weil sich das einander aufhebt. Es bleibt nur noch i von x mal y. Da haben wir stehen, i von x mal y. Das ist das Einzige, was da jetzt noch stehen bleibt. Auf der linken Seite. Ja, auf der rechten Seite machen wir einfach noch das Integralzeichen hin und so wie sie da steht, die rechte Seite, müssen wir es integrieren. Ja. Und wenn wir dann jetzt wirklich wissen wollen, was das y an sich ist, dann teilen wir noch durch i von x und haben auf der rechten Seite 1 durch dieses i von x mal und das Integral von i von x, q von x, dx. Klingt komisch, wird aber vielleicht noch ein bisschen deutlicher und wir werden zu einem konkreten Ergebnis kommen, wenn wir es jetzt mal an einem Beispiel machen. Das habe ich hier gleich auf der linken Seite geschrieben. Ich tausche jetzt mal hier so die Seiten. Wir sehen also, hier haben wir das genauso vorliegen. Y', so wie es hier sein soll, Y'. Passt ab und zu, bin ich aus dem Bild, aber ich bin ja auch nicht wichtig. So, dann haben wir hier irgendeine Funktion mal Y. Irgendeine Funktion mal Y. Das heißt, dass das, was jetzt vor dem Y steht, so wie hier, das P von X ist. Was davor steht, 4 durch X, ist also mein P von X. Gleich, gleich. Und auf der rechten Seite steht noch irgendeine Funktion. Die nennen wir Q von X. Die Funktion, die hier rechts steht, nennen wir Q von X. Laut Regel, das hatten wir vorhin schon festgestellt, müssen wir mal I von X rechnen. Also mal I von X machen wir. So, wenn wir das machen, haben wir hier überall das I von X mit drin. Und das auf der rechten Seite stand x hoch 4, also steht weiterhin x hoch 4. Und jetzt, bevor wir weiterrechnen, du siehst, hier habe ich schon x hoch 4 draus gemacht. Aber dieses x hoch 4 ist nicht das x hoch 4, sondern ich habe es auch extra in rot gemacht. Das soll der Integrationsfaktor sein. Wie kommen wir zu dem?
Wir sehen, es heißt, ne, das hatten wir vorhin schon gesehen, i von x ist gleich e hoch das Integral von p von x dx. Gut, wir gucken uns das an. I von x ist gleich e hoch Integral von, und das p von x, entnehmen wir hier, ist 4 geteilt durch x. Also e hoch Integral von 4 geteilt durch x dx. Gleich, wir schreiben einfach so ein bisschen um, 4 durch x, ja, auch hier wieder Vorwissen wichtig, 1 durch x ist das gleiche wie x hoch minus 1. Jetzt steht es 4 durch x, dann ist das gleiche wie 4 mal x hoch minus 1. Ne? Potenzrechengesetze. Da machen wir natürlich auch Videoclips zu. Also, e hoch Integral von 4 mal x hoch minus 1. Naja, die 4 selbst, die können wir als Faktor direkt vor das Integralzeichen packen. Und dann ist die Frage, das Integral von x hoch minus 1 oder das Integral von 1 durch x, so können wir es ja auch sehen, das Integral von 1 durch x ist, also die Stammfunktion von 1 durch x, ist der ln von x. Auch da wiederum Vorwissen wichtig. Das heißt, zum Schluss haben wir e hoch 4 mal ln von x. Und jetzt kommt das nächste, was wir an Vorwissen auch wissen, drauf haben müssen. Dieser Faktor vor dem ln kann auch in die Klammer mit reingepackt werden. Also ne, dann haben wir nicht 4 mal ln von x, sondern ln von x hoch 4. Also der Faktor davor kann auch als Exponent mit reingepackt werden. Auch wiederum Potenzgesetze oder in diesem Fall Logarithmenrechengesetze. Und dann wissen wir noch, e und ln heben sich auch wieder einander auf. Die heben sich gegenseitig auf, auch das wiederum Vorwissen. Wenn wir wissen, dass e hoch ln oder auch ln von e hoch irgendwas, das hebt sich jeweils einander auf, dann bleibt zum Schluss nur noch das x hoch 4. Und das ist genau das jetzt hier. Zufällig jetzt genau das gleiche wie das, was wir hier ohnehin schon stehen haben. Es muss nicht immer so sein. In diesem Fall ist es so. X hoch 4. Ja, nochmal darauf hinweisen, dieses x hoch 4 hat nichts mit diesem x hoch 4 zu tun. Das ist jetzt in diesem Fall einfach Zufall. Dieses x hoch 4 packe ich also genau dahin, wo wir jetzt in der Formel unser i von x haben müssten. Denn wir wissen, laut Formel d von i von x mal y soll man nach dx ableiten. Ne? Und statt i von x schreibe ich hier schon gleich das hin, was das i von x sein soll. Also d statt i von x schreibe ich x hoch 4 mal y durch dx gleich x hoch 4. Hier ist auch wieder der Integrationsfaktor auf der rechten Seite. Mal x hoch 4. Und dann, wie wir es genau hier auf der rechten Seite haben, da haben wir gesagt, und jetzt integrieren wir das einfach nach dx. So schreibe ich das hier auch. Ne? Integral dx. Linke Seite integriert heißt ja, ne, wir haben es abgeleitet, Gegenteil davon, also bleibt nur noch das x hoch 4 mal y gleich. Und auf der rechten Seite, naja, x hoch 4 mal x hoch 4 ist x hoch 8. Und das sollen wir auch wiederum integrieren nach x. Kriegen wir hin. Das heißt, wir haben dann stehen, x hoch 4 mal y gleich, naja, und x hoch 8 abgeleitet. Auch da brauchen wir wieder grundsätzliches Vorwissen, wie man die, aufgeleitet, die Stammfunktion davon gebildet. Wenn wir davon die Stammfunktion bilden, ein Neuntel mal x hoch 9, ne, Exponent um 1 erhöhen, aus x hoch 8 wird x hoch 9. Und die 1, die jetzt da nicht steht, aber die dort stehen würde, durch den neuen Exponenten teilen, ein Neuntel. So, also ganz normal Stammfunktion, auch dazu haben wir natürlich Videos, plus diese Integrationskonstante c. Ja, und jetzt teilen wir noch durch x hoch 4. Und wenn wir das machen, geteilt durch x hoch 4, haben wir noch das y gleich 1 Neuntel x hoch 5 plus diese Integrationskonstante geteilt durch x hoch 4. Das war im Prinzip alles. Das war jetzt also einmal die grundsätzliche Erklärung, dann die Erklärung, wie dieses i von x überhaupt zustande kommt oder was darin der Sinn ist und wie wir dann zu unserer Lösung kommen. An diesem konkreten Beispiel, wir machen natürlich noch weitere Beispiele. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.